Platz. Da wäre ich also. Nicht gerade die übliche Urlaubskreuzfahrt, was? Okay. Okay. Das ist jetzt mal hier eine ganz andere Rahmenbedingung. Eine Pritsche. Einladend? Nö. Komfortabel? Nö. Angemessen? Nicht mal das. Okay. Wir haben da... Ein Fenster knapp außer Reichweite verhöhnt mich. Wir haben hier das Loch. Über dem Boden verläuft ein komplexes Entwässerungssystem. Perfekt, um Blut, Schweiß und Tränen wegzuspülen. Natürlich. Okay. Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Der Mörtel bröckelt. Okay. Ich kann... Oh, nur da. Außer Reichweite. Ach toll. Hast du natürlich... Nein, danke. Ich quäle mich lieber. Dann ist es eindeutig. Wir schnappen uns die Maus. Verschwunden. Wir schnappen uns die Maus. Aua, Scheißratte! Wo ist sie denn jetzt hin? Kann ich, Oh, die ist weg. Okay, oh, was haben wir denn da? Aha, ich weiß, wie das geht. Wenn ich nur ein Stück Schnur und einen Magneten hätte, hätte ich den Schlüssel im Nu. Obwohl, was? Vielleicht sollte ich besser die Finger von dem Käse lassen. Wenn die Ratte ihn nicht will, will ich ihn auch nicht. Okay, das ist Käse. Nimm trotzdem mal. Ich habe keinen Grund, das zu versuchen. Dann öffnen wir die Tür. Okay, das geht sowieso nicht. Wache. Ich sehe schon. Wache? Was wollen Sie? Ich bin zwar Amerikaner, aber ich habe auch meine Rechte. Tun Sie mir einen Gefallen. Nicht wirklich redselig, der Kerl. Okay. Wir sind hier eindeutig alleine. Okay. Ah. Da geht's raus. Da wollen wir lang. Dann gucke ich mal, hat die Ratte noch was in ihrem Loch? Vielleicht ein Schlüssel? Aha, keine Ratten mehr. Aber dafür was anderes. Ein Bügel. Ein Bügel. Ein kleiner Metallbügel. Hier. Das wäre keine so gute Idee. Der Mörtel ist lose. Der Mörtel ist lose. Vielleicht können wir rüber gucken ins andere Gefängnis. Der Mörtel um den Stein ist locker. Ich muss ihn nur wegkratzen. Da, jetzt kann ich den Stein aus der Wand ziehen. Okay, ist das eine gute Idee? Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Ist das eine gute Idee? Und da kommt der Brocken. Das hat auch keiner gehört. Nein. Hey, Amerikaner! Nicht gut. Sie kosten mich 20 Lira. Aber das nutzt Ihnen nichts. Sie brechen bloß in die nächste Zelle ein. Und jetzt geben Sie diesen Bügel her. Sie könnten sich sonst schneiden. Oh. Und da ist jemand, der Sie sehen will. Was? Ich bin Pater Nikolas. Und das ist Schwester Immaculata. Mein Sohn, du hast mehr gelitten, als du verdienst. Da haben Sie völlig recht. Aber bedenke, es gibt immer noch andere, die es härter getroffen hat. Ach ja? Also ich habe hier keinen gesehen, der tauschen wollte. Die Nachricht von deiner Festnahme erreichte unser Waisenhaus. Die Kinder wissen, dass selbst die ärgsten Sünder im Angesicht von Liebe und Barmherzigkeit bereuen können. Wirklich? Nett, dass Sie das so sehen. Sie spendeten dieses Spielzeug, um dir die Zeit bis zur Hinrichtung zu vertreiben. Bis zur was? Ich meine, bis zum Prozess. Von Jenab diese Murmeln. Von Halil diese kleine, aufziehbare Maus. Hat sie gerade gezwinkert? Von Errol dieses Quietsche-Spielzeug. Doch wir müssen gehen. Im Todestrakt gibt es noch einen, der Beistand braucht. Tja, meine besten Wünsche hat er. Und danke fürs Spielzeug. Wollte ich schon immer haben. Auf dem Dach. In einer Stunde. Sei da. Was? Hey, was haben Sie gesagt? Auf dem Dach in einer Stunde. Hinrichtung. Genau, was ich brauche. So, was haben wir jetzt hier? Eine kleine mechanische Maus zum Aufziehen. Oh.
Lassen wir sie mal ein Ründchen laufen. Das ist nicht richtig so. Okay. Warum sollte ich das wohl versuchen? Du hast doch gesagt, lassen wir sie ein Ründchen laufen. Okay, was haben wir hier? Oh. Oh. Okay, und wir haben hier ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Okay. Faden vom Murmel. Okay. Eine Handvoll Murmeln. Oh, lang, lang ist's her. Der Faden sieht nicht so aus, als würde er zu dem Murmelsäckchen gehören. Das ist ein dicker, stabiler Nylonfaden. Mhm. Das Murmelsäckchen öffnet sich. Okay. Bitte was? Ich habe jetzt ein quietschendes Spielzeug. Ein Aufziehschlüssel der Maus. Den verbinde ich jetzt einfach mit dem Faden. Das klappt doch nicht. Okay, es war nur eine Idee. Eine mechanische Maus. Die packe ich hinten ins... Okay, ich kletter darüber. Kann ich da durch? Okay. Vielleicht sehe ich dort ein bisschen mehr. Okay, ich bin wirklich nur ins andere Gefängnis. Wache. Nee. Hat mir das jetzt wirklich was gesagt? Was wollen Sie? Habe ich hier was Falsches gesagt? Boah! Er ist von mir begeistert, das merke ich. Okay, wir haben da hinten irgendwie so ein... Oh, auch nicht relevant. Ich habe mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen mehr erhofft. Irgendwie, wo ist denn die Maus hin? Zum Beispiel. Ich höre sie. Wo bist du? Bist du wieder in deinem... Ich setze da jetzt die Maus rein. Vielleicht bringt mir das. Was? Nein. Da rein? Das funktioniert so nicht. Ich weiß. Ich bin gerade mit dem Tuch das aufheben. Nein, okay. Ein Schlüssel. Können wir davon einen Schlüsselabdruck machen? Nein. Die Maus ist... Keine Chance, mache ich nicht. Ich muss... Was ist jetzt... Also wir haben einmal... Da oben kommen wir nicht ran. Geh mal bitte zurück. Da oben kommen wir nicht ran. Ein harter Holzsitz. Wenn ich, die Murmeln waren im Beutel. Das klappt doch nicht. Okay, hier kann ich gar nichts mehr machen. Gar nichts mehr machen. Okay. Wir können hier irgendwie was machen. Das funktioniert so nicht. Es tut mir leid. Ich kann die Maus damit auch nicht aufziehen. Das ist nicht der richtige Weg. Okay. Was kann ich mit einem Faden von dem Murmelbeutel mit einem Stück Stoff, wenn ich das Ding da rein... Das ist nicht der richtige Weg. Oh, die Maus in das Tuch. Die Maus in das Tuch. Das ist nicht richtig so. Ich... ja. Ich habe kein PDA mehr, sonst könnte ich den fragen. Aha, da ist ein Gulli. Wenn ich dich da... Das funktioniert so nicht.
ich glaube, ihr wisst schon, was ich vorhab, ne? Irgendwie ihn mit der Maus ablenken. Ich glaube, der Typ hat vielleicht Schiss vor einer Maus. Das ist nicht der richtige Weg. Es tut mir leid, ich weiß es gerade nicht. Ich habe hier eine Murmel. Wenn ich jetzt, kann ich die Murmeln in das quietschende Spielzeug stecken? Das wäre keine so gute Idee. Das ist doch jetzt hier dummes Rumgerötze. Es tut mir leid. Das ist nicht richtig so. Okay, ich mache es. Die Murmeln. Packe ich hier hin. Das funktioniert so nicht. Ich wollte, dass er ausrutscht, wenn ich ihn gleich rufe, dass er hinfällt. Wir haben hier den Käse, den wir noch aufheben können. Mit dem Quietsche-Spielzeug. Und? Nein. Wir haben Murmeln. Ein Faden, ein Stück Stoff, Schlüssel. Wir können darüber. Kann ich mit diesen Sachen da drüben was machen? Konnte ich da drüben überhaupt irgendwie irgendwas machen? Die Tür zur Zelle. Okay, mehr sagst du mir nicht. Die Tür zur Zelle. Das mache ich nicht. Okay. Das klappt doch nicht. Ihr seht, ich schau mich um. Es ist hier alles nur die Tür zur Zelle. Die Tür zur Zelle. Ich habe hier keine anderen Funktionen. Ich kann hier noch weniger machen als drüben. Das heißt, ich könnte mich gegebenenfalls hier nur verstecken. Und ich höre die Maus fieben. Ein Entwässerungssystem. Eine Rinne führt aus der Zelle. In der Rinne gehören die Murmeln. Die Murmeln sind überall vor der Tür verstreut. Okay. Das ist schon mal gut. Wenn ich ihn jetzt rufe, fällt er hin. Das klappt doch nicht. Ja, ich war jetzt nur am Überlegen, können wir denn die Maus noch dazu setzen? Das wäre keine so gute Idee. Okay. Dann gehen wir nach vorne. Und rufen wir jetzt die Wache, dann fällt sie hin. Ich hoffe mal. Wache. Und. Was wollen Sie? Ich wollte nur sagen, diese Uniform steht Ihnen gut. Okay. Er bleibt direkt hier vorne stehen. Wir können auch von der anderen Zelle die Wache. Wache. Oh. Was wollen Sie? Was für ein Job, was? Sie kriegen sich bestimmt gar nicht mehr ein vor Lachen. Okay. Wir gehen zu anderen, weil er kommt ja da auch hin. Wir gehen nochmal rein und da bitte durch. Manchmal so. Da hinten sehen wir die Murmeln. Wache. Okay. Ist er jetzt K.O.? Die Musik sagt, wir waren gut. Kann ich hier irgendwas rausnehmen?
Ich kriege den Schlüssel gerade so. Sehr schön. Wir haben den Schlüssel und hauen hier ab. Ui. Ich will nur den Schlüssel klauen. Okay, Entschuldigung. Treppe hoch, glaube ich, wäre ein bisschen... Ich renne mal hier rüber. Komme ich hier raus? Wahrscheinlich nicht. Nein, okay. Wir rennen wieder hier rüber. Weiter, weiter. Nein, 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 nein. So. Okay. Ich muss was mit der Wache anstellen. Er kann jeden Moment aufwachen. Ich muss was mit der Wache anstellen. Den Käse... Den Käse kann ich immer noch nicht nehmen, ne? Das wäre keine so gute Idee. Ich muss was mit der Wache anstellen. Sie fesseln. Mit aneinander gefesselten Händen und Füßen geht der nirgendwo hin. Okay. Muss ich noch irgendwas machen oder kann ich jetzt gehen? Nein, oh, Entschuldigung, ich habe ihm zwischen die Beine getreten. Weiter. Okay. Stopp. Ist da irgendwas Interessantes? Nein. Ich könnte schwören, auf diesem Tisch lagen meine Sachen. Das stimmt. Irgendwas lag doch da und irgendwas liegt dort. Ich hätte die Wache fesseln und knebeln sollen. Oh. Argument. Oh. Er ist schon gefesselt, dann knebeln wir ihn noch. Netter Knebel. Dem wird die Brüllerei vergehen. Darf ich? Okay. Komisch, da lagen meine Sachen noch drauf. Diesem Hund kommt man besser nicht zu nahe. Kann ich das nehmen? Man müsste den Hund ablenken können. Okay. Wir haben da oben diese Kette? Nein. Oh, oh, ich habe keine Salami. Hier. Nee, der Hund kriegt das Quietsche-Entchen, Spielzeug. Schnell, er ist abgelenkt. Okay. Ich hab's. Okay. Dann machen wir nochmal. Das funktioniert super. Ah, nee. Fleischkonserve. Jetzt mit dem die Fleischkonserve. Der Aufziehschlüssel eignet sich prima, um super. Damit die Dose zu öffnen. Und die Dose geben wir dem Hund. Hier, alter Junge. Fresschen. Super. Ah, endlich läuft's mal ein bisschen. Ich kann dieses Tor nicht öffnen. Oh. Und die epische Musik. Oh, alles leer. Okay. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Nein, geh, das ist schon richtig. Und? Oh, hier bin ich also wieder. Ah, da sind wir also wieder. Das heißt jetzt was? Muss ich jetzt den ganzen Weg jetzt nochmal machen? Oder... Irgendwer hat sich die Mühe gemacht und eine Firewall installiert. Ich komme jetzt nicht rein. Dann heißt das wohl, wir brauchen gar nicht hier hinten bei den Lasern zu gucken. Oh nein, okay, danke. Das sehe ich jetzt schon. Okay, also nehmen wir den anderen Weg nach oben. Ich hoffe, der ist korrekt. Wir kommen da durch. Okay. Die Wachen patrouillieren durch den Hof. Wachsam wie immer. Okay.